Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminken wir mal einen, ja, karnevalistisch angehauchten Look. Ein bisschen. Und zwar werde ich zu Elsa von Frozen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir werden da auch ein bisschen über so ein paar Moralgeschichten sprechen, die quasi durch den Film an uns gebracht werden. Denn Disney ist ja immer so ein bisschen liest zwischen den Zeilen. Das ist ganz cool, finde ich persönlich. Und ja, dieses Video entsteht auch in Kooperation und auch in Zusammenarbeit mit meinem Müsli. Und ich freue mich wie Bolle, weil es ist einfach großartig, dass ich die Möglichkeit habe, meine Kreativität so auszuleben und so coole Partner an meiner Seite haben, die das Ganze dann auch in dem Sinne supporten und unterstützen. Und ich habe mich einfach mal von diesem Müsli inspirieren lassen und möchte halt, wie gesagt, einen Frozen-Look schminken. Das ist das Erdbeerzauber-Müsli und ich finde es sehr, sehr lecker. Ich finde es sehr, sehr geil. Wir haben hier drin Knusper-Müsli, gepuffte Weizenreisherzen, Erdbeeren, gepufften Weizen mit Honig, Schoko-Crisps und viel Liebe. Und ich mag einfach super gerne mein Müsli. Denn wir sehen hier einfach schon direkt, wie schmackhaft das Ganze aussieht. Und ja, kann ich nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Sollten die vorgefertigten Mischungen nicht ganz eurem Geschmack entsprechen, ist es kein Problem. Ihr habt nämlich die Individualitätsmöglichkeit, genau. Ihr könnt euch eure Müslis so zusammenstellen, wie ihr sie gerne hättet und dann werden sie zu euch nach Hause geliefert. Sogar die Umverpackung könnt ihr auch so gestalten, wie ihr möchtet. Finde ich sehr cool und ich habe auch noch für euch einen Code mit an die Hand bekommen und zwar Claudi-To-Go-Becher. Da bekommt ihr ab 20 Euro Einkaufswert so einen To-Go-Becher. Normalerweise kosten die 16,95 und ich kann euch die wirklich empfehlen. Vor allem hier oben das Teil, das wird ständig bei uns verwendet. Das verwenden wir auch als Aufbewahrungsbehälter, zum Beispiel für so kleine Knuspersachen und so für zwischendurch, ne, wenn man mal unterwegs ist. Wie gesagt, Link dazu in der Infobox. Schaut super gerne mal bei meinem Müsli vorbei. Ich finde es echt cool, dass wir einfach so eine Kooperation hier gestalten können. Und ja, ich mit euch anhand von Müsli über Frozen reden kann. Finde ich großartig. Also vielen Dank an meinem Müsli. Das ist wirklich ein geiler Kooperationspartner. Das ist wirklich so. Und heute Abend gab es auch tatsächlich schon dieses Müsli für mich zum Abendbrot. Und ja, ich glaube auch, diese Umverpackung kann uns so ein Stück weit auch durch meine aufgeschriebene Geschichte führen. Also ich habe mir 10 Moralvorstellungen nämlich aufgeschrieben, die ich so ein bisschen auch anhand von Google-Suchen und so gefunden habe, aber auch natürlich, weil ich den Film damals geguckt habe. Der kam, also die Produkte, die ich verwende übrigens jetzt für Schminke, sind alle in der Infobox verlinkt, ne? Der Film kam damals raus und der war noch gar nicht so bekannt. Und dann haben meine Mädels und ich, ja, eine Pyjama-Abend oder so gemacht. Das weiß ich noch, das war echt witzig. Und dann haben wir halt, ja, uns Namen ausgesucht, wer wir dann so waren. Und ich war Christoph. Genau, und wenn der Name genannt wurde, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann hat man sich vielleicht ein Getränk gegönnt. Und wir wussten, also wir kannten den Film halt im Vorfeld noch nicht und haben dann so ein bisschen, ja, Spaß gehabt, sag ich mal. Und so habe ich den Film halt das erste Mal geschaut und danach dann halt nochmal, um auch so ein bisschen mitreden zu können, weil er dann ja doch sehr populär wurde. Ich kenne das Märchen auch noch übrigens so ganz klassisch als die Eiskönigin, ne? Wie das dann ja auch quasi eigentlich so kam. Und Disney hat da so ein bisschen was anderes draus gemacht, ne? Finde ich aber ganz interessant, denn hier wird zum Beispiel in dem Märchen das Thema Geschwisterliebe, also ich versuche jetzt hier auch nicht unbedingt viel zu spoilern, ne? Mit Anna und Elsa wird die Geschwisterliebe natürlich sehr, sehr stark dargestellt und auch grundsätzlich das Thema Blut ist dicker als Wasser. Wie stehe ich zu der Thematik? Also ich würde es jetzt nicht hundertprozentig für mich unterschreiben. Gerade so, wenn ich auch meine Vergangenheit mir angucke, ist es so, dass ich doch sehr oft gemerkt habe, dass man manchmal auch die Möglichkeit hat, sich durch den Lebensweg, den man so beschreitet, auch eine eigene Familie zu basteln. Das habe ich damals halt sehr häufig gemacht, indem ich mir halt auch ein freundschaftliches Umfeld gesucht habe, wo man halt, ja, im Prinzip wie eine Familie war, also sich wie in einer Familie halt geliebt hat. Und das hat mir in meiner Jugend sehr geholfen. Deswegen würde ich diese Moraleinstellung nicht unbedingt unterschreiben. Vor allem unter dem Aspekt, dass ich jetzt ja auch selber meine eigene Familie gegründet habe. Wenn ich das nämlich so 1:1 übersetzen würde mit Blut ist dicker als Wasser, dann wäre das ja auch in Bezug auf meinen Freund so. Und das sehe ich auf gar keinen Fall so. Nein, also das ist der Mensch, der mir am allermeisten am Herzen liegt. Und
Natürlich auch mein Sohn, klar, ne? Das ist halt mein Herzensmensch, mein Lebensgefährte, mein Seelenbegleiter, wie auch immer. Und das wäre ja ziemlich fies, wenn man das darauf ummünzen würde, ne? Ja, und Geschwisterliebe, klar. Also ich habe jetzt ja auch mittlerweile zwei Schwestern, die ja nicht meine Blutschwestern sind, sondern halt, dadurch, dass mein Papa die Töchter von meiner Stiefmama adoptiert hat, habe ich dann zwei Schwestern. Und dadurch schon, ja, Geschwisterliebe schon. Aber wir stehen uns jetzt nicht so nahe, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Freundinnen so stehe. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Also diese Moralgeschichte würde ich nicht unterschreiben. Ja, und wir sehen halt die Geschwisterliebe direkt hier drauf. Deswegen, ne, habe ich das jetzt auch mal als erstes genommen. Das nächste, was wir halt auch quasi auf der Verpackung hier sehen, es sind zwei Frauen, die Protagonistinnen sind. Also hier sind wir auch mal wieder beim Thema Women Empowerment. Und ich finde, dass das auch etwas ist, was Disney in den letzten Filmen, in den letzten Verfilmungen und ja, in den letzten Jahren sehr stark gemacht hat. Was ich auch positiv finde. Man sollte es nicht, meiner Meinung nach, ist jetzt vielleicht auch eine etwas unpopular Opinion, ne? Man sollte es nicht übertreiben, das ganze Thema, aber es ist schon wichtig, dass man nicht halt immer dieses klassische, wie damals, die Prinzessin muss darauf warten, dass ihr Prinz sie irgendwann rettet, sondern dass die Frauen sich halt selber retten. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man sowas in einem so großen Film dann ja auch präsentiert und den Zuschauern versucht zu vermitteln, finde ich schön. Also vor allem, dass auch Disney sowas macht, weil das gucken ja auch viele sehr kleine Menschen, also Kinder, ne? Und wenn man denen das dann halt auch schon relativ früh vermittelt, dass Frauen auch sehr starke Wesen sind, ist das schon schön, muss ich sagen. Und ich finde es auch einfach charmant und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, ja. Elsa ist ja eigentlich super blass, aber ich verwende jetzt trotzdem, ja, ich werde Bronzer verwenden. Also da habe ich jetzt hier auch so einen Liquid Bronzer, den ich jetzt auftrage aus dem Project Pen, ne? Was man natürlich auch sieht, sind auf diesem Bild und auf dieser Verpackung Gefühle. Trau dich, deine Gefühle zu definieren, fühle sie, verstecke sie nicht, zeige sie. Und im Prinzip ist es auch richtig so. Es ist nicht leicht, immer seine Gefühle zu zeigen und dazu zu stehen. Das stimmt tatsächlich, ganz egal, welche das sind. Ob es Wut ist und Verzweiflung, ob es Freude ist, ob es Liebe ist. Aber ich glaube, wenn wir dazu übergehen, unsere Gefühle erstmal selber zu erkennen, sie zu verbalisieren und sie auch zu empfinden und zuzulassen, dann wird einfach vieles leichter sein. Also das merkt man im Film natürlich dadurch, dass, kein Spoiler, Claudi, dass dann ja auch quasi ja dieser Switch kommt und dieser Ausbruch und so, ne? Das gilt aber auch fürs normale Leben. Also ich kenne das ja selber, wenn ich meine Gefühle zu sehr aufstaue, wenn ich meine Gedanken aufstaue, wenn ich nicht mit meinem Freund darüber rede, was in mir los ist oder so, dann wird alles ja eigentlich nur noch schlimmer. Und das sollte man halt auch wirklich so machen, ne? Oder wenn man verletzt worden ist, dass man drüber spricht, dass man das anspricht, dass man die Person darüber informiert, dass sie vielleicht gerade einfach einen wunden Punkt getroffen hat, sodass sowas halt nicht nochmal vorkommen kann. Das habe ich alles auch schon erlebt, wenn einfach Menschen nicht gut genug kommunizieren und man sich vielleicht auch einfach nur nicht so gut kennt, dann werden manchmal halt auch Knöpfe gedrückt, die einen verletzen und das möchte man natürlich nicht. Und dann ist es einfach schön, wenn man darüber spricht, wenn man das kommuniziert und sich seiner eigenen Gefühle auch bewusst wird und weiß, okay, das ist jetzt vielleicht einfach eine Grenze für mich. Grenzen aufzeigen ist generell so ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und was wir auch immer mehr lernen müssen. Wenn wir einen weiteren Dreh machen und hier den kleinen Olaf uns anschauen, dann ist vielleicht so ein bisschen das Thema Träume. Dream big. Hab große Träume und versuch sie vielleicht zu realisieren. Trau dich zu träumen. Also wenn ich so an meine Entwicklung denke, hätte ich mir zum Beispiel auch niemals erträumt, hier zu sein, das hier zu machen, selbstständig zu sein, diesen Beruf zu haben, diese Möglichkeiten zu haben und diese Dankbarkeit dann letztendlich auch empfinden zu dürfen. Das ist tatsächlich etwas, was man sich einfach zugestehen darf. Also wir haben das Recht zu träumen und wir haben auch das Recht darauf, Wünsche zu haben. Und genau diese Wünsche können ja irgendwann einfach auch mal erfüllt werden. Vielleicht, man weiß es nicht. Und deswegen darf man sich einfach zugestehen, zu träumen. Nicht einfach nur in diesem Alltagstrott leben und einfach nur machen, sondern auch mal vielleicht, ja, Wünsche zu haben,
Wichtig ist natürlich auch, dass wenn man solche Wünsche hat, dass man sie vielleicht auch ein Stück weit versucht zu äußern oder so, dass man da, wenn es jetzt Menschen, andere Menschen betrifft, die einem da vielleicht irgendwas realisieren könnten, ne? Dass man halt ja, diese Träume realisierbarer bekommt, indem man halt kommunikativ wird. Und ja, genau, also das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, was dann unsere Träume realer werden lassen könnte. Wenn ich so an unseren Mädelsabend zurückdenke und an das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe, auch mit diesem Aha-Effekt, der sich mir dann ergeben hat, hatte an der einen oder anderen Stelle, dann ist natürlich auch so die Thematik, bewerte ein Buch nicht nach seinem Einband. Das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich werde so oft falsch eingeschätzt, einfach, ja, weil ich hier als Beruf habe, dass ich mich schminke, ne, dass ich mich bunt anmale, dass ich mit bunten Fingernägeln durch die Gegend laufe und vielleicht auch mal mit grünem, pinken und, keine Ahnung, lilanem Lidschatten. Aber das heißt ja einfach, oder das hat ja nichts mit meiner Bildung zu tun, das hat auch nichts mit meinen weiteren Interessen zu tun. Aber das ist etwas tatsächlich, was ich leider schon sehr häufig gemerkt habe, was ich auch in meinem Berufsleben gelernt und gemerkt habe. Ich bin eine Frau, ich bin ja jetzt nicht unbedingt zierlich oder so, ne? Aber ich bin halt ein kleines Blondchen dann manchmal. Und da wurde ich dann sehr, sehr häufig auch unterschätzt. Und das ist etwas, was mich mein Leben lang wirklich begleitet hat, dieses unterschätzt zu werden. Und das sollte man nicht tun. Also nur, weil man halt vom ersten Eindruck, von der Optik her vielleicht eine andere Ansicht von der Person hat, die einem gegenübersteht, ja, dann heißt es aber nicht, dass genau dieser erste Eindruck, dass diese erste Idee, diese Gedanken, die man dann dazu hat, auch wirklich so sind. Ne? Also ich lebe ja auch nicht in einer rosa Blümchenwelt. Ich bin ein total realistischer Mensch. Ich bin auch ein mega analytischer Mensch. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, wo ich für mich persönlich sehr oft gemerkt habe, dass das Ganze etwas missverstanden wird manchmal. Ne? Genau, ich verwende jetzt auch einen sehr kühlen Blush, der auch einen ganz leichten Glow mit dabei hat, genauso wie der leichte Bronzer, den ich ja schon aufgetragen habe, weil ich einfach denke, dass das passt. Und natürlich brauche ich eine rote Nase, also ein bisschen dieser Cold Girl Look darf jetzt auf jeden Fall eskalieren, ne? Und ich nehme mich natürlich auch in keinster Art und Weise davon aus. Also ich habe auch schon Leute unterschätzt und überschätzt und habe da dann auch tatsächlich gelernt, nobody is perfect. Niemand ist perfekt. Weder ich noch irgendwie mein Gegenüber. Ja, definitiv habe ich auch gelernt, dass ich Menschen falsch einschätzen kann, dass ich Situationen falsch einschätzen kann und gegebenenfalls dann auch einfach mich selber korrigieren muss. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Das sehen wir in dem Film auch dadurch, dass wir auch mal die Ladies ungeschminkt sehen, dass wir auch mal sehen, dass die so einen ganz klassischen, zerzausten Out-of-Bed-Look haben. Und das finde ich schön. Denn sonst haben wir in den Disney-Filmen das sehr, sehr häufig auch so gesehen, dass die Protagonistinnen, was dann ja hauptsächlich Prinzessinnen waren, selbst wenn sie 100 Jahre geschlafen haben, perfekt aussahen. Wie würde ich aussehen, wenn ich 100 Jahre schlafe? Nun, definitiv anders. Definitiv. Also, ne, du hast ein Knautschgesicht, deine Haare liegen nicht perfekt, dein Make-up ist definitiv nicht mehr das gleiche wie vor 100 Jahren. Und das fand ich auch einfach super sympathisch von dem Film, dass das halt einfach auch richtig dargestellt wurde und man da einfach auch mal die Realität oder die Protagonisten etwas realistischer erleben durfte. Ich glaube auch etwas, was wir durch Disney-Filme immer wieder und immer vermehrt jetzt auch so bei den neueren Filmen lernen dürfen, ist mutig zu sein, sich mal etwas zu trauen und es einfach mal zu wagen. Da kommen wir auch wieder mit dem gleichen Thema zu Rande, dass man träumen darf und träumen sollte und dass es unheimlich wichtig ist, um im Leben halt voranzukommen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Disney-Prinzessinnen super dünne Augenbrauen haben und dass die immer irgendwie hier in der Mitte nach vorne, also nach oben so ein bisschen gehen? Oh, das ist so schwer, das zu machen. So vielleicht? Ja, ne? So kriegt man das hin. Ein bisschen Concealer unten abgedeckt, das sieht man immer noch. Aber egal, egal, weil ich wollte sie jetzt hier nicht wegmachen. Das sieht so falsch aus, aber es ist richtig, es ist richtig. Aber die haben alle so komische Augenbrauen, ne? Naja, habe ich jetzt auch. Jetzt werden sie auf jeden Fall festgetackert, damit da jetzt auch kein Haar irgendwo anders herlaufen könnte. Und dann schminken wir uns mal ein lässiges Halo-Eye, denn ich glaube, Elsa trägt
Ein lila Halo Eye mit dieser geilen Palette. Oh ja, alle Augenbrauenkritiker dieser Welt sind gerade am Schreien. Genau, wir kommen jetzt mal zum nächsten Punkt und zwar Let It Go. Lass es los. Wir sind ja gerade bei Elsa thematisch auch. Ja, lass los, ne? Klammer dich nicht irgendwie an Sachen fest, die du nicht ändern kannst oder die sich einfach auch niemals ändern werden. Lass los. Und das ist ja einmal darauf bezogen, dann wirklich loszulassen auf Dinge, die du nicht ändern kannst, aber auch die Thematik, wenn du etwas nicht magst, wenn du dich in einer Situation unwohl fühlst, ändere es. Versuch da rauszukommen. Und da helfen dir dann auch viele andere dieser Punkte, die ich ja auch schon aufgeführt habe. Sei mutig. Und das ist einfach so wichtig heutzutage. Denn ich glaube, viele von uns stecken in Situationen fest, in Beziehungen mit unseren Mitmenschen oder mit ja, Arbeitgebern oder sonst irgendwas, wo man sich einfach unwohl fühlt und sich aber nicht traut, aus dieser Situation auszutreten und diese Situation so zu ändern, dass sie einem wieder guttun würde. Und das ist eigentlich falsch. Ich meine, ich habe auch immer wieder in den letzten 34 Jahren in Situationen festgesteckt und wusste teilweise nicht, wie ich da rauskommen sollte, habe mich wie gelähmt gefühlt und habe mich auch nicht stark genug gefühlt, diese Situation so zu ändern, dass sie mir gefallen würde. Und das war aber falsch, weil es ist einfach wichtig, sich aus unangenehmen Situationen zu befreien, aus unangenehmen Beziehungen zu befreien und nicht die Zeit damit zu verschwenden. Das ist wirklich so. Natürlich, manchmal ist es so, dass man halt auch darauf vertrauen kann, wenn man mutig ist oder wenn man die Träume dazu hat, dass eine Situation sich gegebenenfalls irgendwann mal verbessert und nicht mehr so ist, wie sie dann zu dem Zeitpunkt ist, wo man sich darin unwohl fühlt, gar keine Frage. Aber man sollte sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass die Situation, die einem selbst so unangenehm ist, sich so verändert, als dass man selbst wieder glücklich wäre. Nicht wundern, ich habe hier im Innenwinkel immer noch eine kleine Wunde, weil eigentlich vor Wochen schon mein kleiner Sohn mich da gekratzt hat, aber das einfach nicht verheilen möchte. Wir kommen zu einem weiteren Punkt und zwar lerne selbstlos zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was bei uns in der Gesellschaft gar nicht mal so leicht ist. Ne? Also dieses klassische, einer älteren Dame über die Straße zu helfen oder also so ganz simple Dinge eigentlich, siehst du leider nur noch viel zu selten, weil die Menschen natürlich immer mehr so an sich denken und weniger an das Umfeld. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Also natürlich, jeder macht, was er kann, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also das ist auch so meine Einstellung, ne? Aber ich glaube, dass man kein Millionär dafür sein muss, um freundlich zu sein. Also nett sein kostet nichts. Das ist immer so meine Einstellung. Und da ich keine blauen Augen habe, male ich hier unten einfach ein bisschen was Blaues hin. Ich habe jetzt auch keine Kontaktlinsen oder so, ne? Aber da mache ich jetzt mal ein bisschen blau. Ich finde auch, dass freundlich sein einen Menschen sympathischer macht. Und Sympathie macht einen Menschen einfach automatisch hübscher. Das ist so meine Einstellung, die ich auch so habe. Menschen, die freundlich sind, die lächeln und nicht jetzt irgendwie eine Flappe ziehen, die gut zu anderen Menschen und auch zu Tieren sind, sind für mich irgendwie auch Menschen, die ich einfach als strahlender empfinde. Und ich glaube, das ist dann auch eine ganz schöne Geschichte, ein sehr positiver Nebeneffekt von der Selbstlosigkeit, dass man dadurch auch einfach schöner wird, oder? Ich meine, wie gesagt, nobody is perfect. Ich bin es halt auch nicht, ne? Dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend laufe, irgendwelche Disney-Lieder triller, mir die Vögel auf den Arm sitzen und ich da jetzt irgendwie ein mega krasser Gutmensch irgendwie wäre oder so. Aber wie gesagt, jeder macht das in seinem Rahmen auf seine Art und Weise, glaube ich. Und das funktioniert am besten, wenn man halt nochmal drüber nachdenkt und sich darauf, also das nochmal dran erinnert, das auch wirklich zu tun. So, ich schließe den Look jetzt hier auch mal ab, den Augenlook mit in der Mitte nix Glitterglue. Das hält immer alles etwas besser an Ort und Stelle. Und nehme diesen Duochrome-Ton Console und setze mir den da drauf. Und das toppe ich dann nochmal mit diesem ganz, ganz hellen Ton Deep Head, aber nur im Zentrum. Zack, Halo Eye.
Dann eskaliere ich noch ein bisschen mit Eyeliner, weil ich finde, das gehört auch immer so ein bisschen zu so einem krassen Augenlook mit dazu. Und fixiere alles natürlich, damit auch noch alles an Ort und Stelle bleibt, wenn ich mich gleich umziehe. Denn ein Kostüm habe ich natürlich gleich auch noch für euch. Und ja, das ist hier mit Glow unterwegs. Und das sind auch so richtig schöne, kühle Schimmerpartikel hier drin. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, mit dem, glaube ich, die meisten strugglen. Und damit meine ich nicht Mascara. Wahre Liebe braucht ihre Zeit. Denn wo wir schon mal beim Female Empowerment waren, es ist nun mal nicht so, dass der feine Herr auf dem weißen Ross einfach so angeritten kommt und man sich, bam, verliebt und man weiß, es ist die Liebe meines Lebens, oh mein Gott. Nein, es ist nun mal so, dass jeder Topf natürlich auch seinen Deckel hat, aber es braucht manchmal einfach seine Zeit, dass die Liebe sich von beiden Seiten entwickelt oder dass man überhaupt den passenden Menschen dazu findet. Das ist manchmal gar nicht so leicht, wie das dann ja auch immer dargestellt wird. Gott sei Dank hat Frozen das sehr, sehr realistisch dargestellt. Denn das Ganze hat hier von der Liebesgeschichte her, gut, es ist innerhalb des Films passiert, aber trotzdem, es hat funktioniert, es ist aber auch nicht von jetzt auf gleich gewesen. Und dessen sollten wir uns auch einfach mal alle bewusst werden. Ne? Also das ist eben nicht immer dieses typische Liebe auf den ersten Blick oder so Gedönsen sein kann oder muss. Das ist sehr lila. Da könnte ich direkt auch Ursula mit werden, oder? Ich meine, ich sehe es ja auch bei Freunden, dass tatsächlich die Menschen sich auch schon länger kannten, aber bis dass sie dann wirklich zueinander gefunden haben und auch entschlossen haben, eine Familie zu gründen und für immer zusammen sein zu wollen und so weiter, das ging nicht immer von jetzt auf gleich. Und dessen müssen wir uns vielleicht einfach ein Stück weit bewusst werden. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden und auch ein bisschen mehr Realismus in unser eigenes Leben einfließen lassen und nicht nur den Surrealismus von vorgelebten Disney-Filmen der alten Generation in uns aufnehmen, gelingt uns alles ein bisschen einfacher, weil das Ganze nicht mehr so unrealistisch für einen erscheint, sondern man vielleicht etwas logischer an die Situation rangeht, an die Situation leben. Also das Kleid ist auf jeden Fall Elsa schreit, hallo, hier bin ich, auch wenn das obenrum nicht ganz optimal sitzt. Naja, haartechnisch bin ich jetzt nicht so aschblond oder so richtig weißblond, wie das Elsa ja der Fall, also wie das bei Elsa der Fall ist. Und ich habe jetzt auch nicht ihr Original, also dieses Kleid an, sondern halt so ein klassisches, in Anführungsstrichen, was man ja auch so, hatte ich halt in meinem Fundus, ne? Ihr Lieben, aber das ist tatsächlich mein Elsa-Look und ich finde es mega geil. Ich feiere das total, denn ich finde, Elsa ist einfach auch eine richtig coole Granate. Man kann es nicht anders sagen. Und ich finde es einfach großartig, dass ich dieses Video jetzt mit My Müsli zusammen realisieren konnte. Also denkt auf jeden Fall dran, mit Claudi-To-Go-Becher bekommt ihr ab 20 Euro einen To-Go-Becher für Umme mit dazu zu eurer Bestellung. Gerne dazu in der Infobox vorbeischauen. Und hättet ihr gedacht, dass so viel Moral und so viel Background im Prinzip hinter dem Film steht? Ich nicht, ne? Also ich finde es auch ganz cool, wenn man das mal von der Seite beleuchtet. Und ja, ihr Lieben, das ist es hier von mir gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!